Hans, heute reden wir über Geldwascherei. Da läuft etwas in der grossen Politik. Zur Feier des Gesprächs hast du eine weisse Weste angezogen. Also genau. Weit West. Ja. Um zu sagen, ich habe alles richtig gemacht, oder? Ja. Um was geht's? Nein, das ist, um zu zeigen, dass die Schweiz, oder? Ich war ja mal Banker im vorletzten Leben, oder? Dass die eben super gut sind in der Geldwaschereibekämpfung. Die Schweiz will eine weisse Weste haben, in der Compliance, in der Geldwascherei. Ja, sie tun so, ja. Sie wollen Musterknaben sein. Wenn irgendjemand etwas über die Schweiz sagt, Negatives, dann wollen sie das sofort korrigieren, auch wenn es total daneben ist, oder? Und das ist bei der Geldwäscherei ist das so. Da haben wir eine Änderung vom Bundesgesetz in der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Da gibt es eine Vorlage vom Bundesrat, wie immer, die geht dann in die Vernehmlassung. Die Vernehmlassung ist, da können sich alle dazu äußern. Du bist noch Vertreter von einer Allianz Suisse, die kämpft Allianz Finance, die kämpft gegen Zürich. Das läuft in einer Woche aus. Was ist deine Position? Also, zu dieser Vorlage ist es relativ einfach. Man muss die einfach insgesamt so ablehnen, wie sie ist. Es braucht jetzt nicht schon wieder. Und es kommt, alle paar Jahre gibt es eine Verschärfung von der Geldwäschereivorschrift. Das haben wir in keinem anderen Gebiet. Und es ist nie untersucht worden, ob dann Kriminalität. Das ist ja, soll ja der Kriminalitätsreduktion dienen. Terrorismus, ja, Kriminalität. Das ist das höchste von allen Kriminalitätsformen, oder? Das ist sowieso etwas Eigenartiges, aber das ist ein anderes Thema. Nein. Es ist absolut überflüssig. Man will jetzt auch noch. Also man will jetzt alle Limiten senken, also bei Bargeldtransaktionen. 15.000, oder? Oder 15.000 aber. Alles, was über 15.000 ist, also sagen wir, ein Opel Kadett, den du willst kaufen dort in Schlieren aussen, beim Schrotthändler, der dann vielleicht 15.000 in 1 Franken kostet, dann musst du mit der Karte zahlen. Ja, es ist gaga. Also, gut. Du sagst, alle Jahre wieder, kommen jetzt mit einer Verschärfung, will man wieder Musterknab sein, in der Geldwäscherei international gesehen, aber... Nein. Was ist denn da mit der Geldwäscherei? Gar keine Geldwäscherei. Also du redest ja so, wie wenn. Das ist alles völlig überflüssig. Was braucht es denn nicht in diesem Bereich? Also ich glaube, die Geldwäschereibekämpfung hat 1989 angefangen. Also wenn es nächstes Jahr 30 Jahre, oder? Also will jetzt wahrscheinlich der Bundesrat irgendwas Goldrändchen um seine Bemühungen machen. Aber das ist... So wie das gelaufen ist, ist das total verfehlt. Ja. Also die ganze Geschichte, 30-jährige Krieg um Compliance und Geldwäscherei, ist ein Seich. Ja, ich glaube schon. Ja. Also es ist ja darum gegangen damals, man hat gesagt, wir wollen mit der Geldwäscherei das Geld, das aus zwei Gebieten gekommen sind, aus dem Drogenhandel und aus der organisierten Kriminalität, dass man das Vorgängige, Vortat kann verfolgen. In der Zwischenzeit redet kein Mensch mehr je von einer Vortat. Das ist ein Selbstläufer geworden. Die Geldwäschereibekämpfung ist zum Instrument vom Staat geworden, um seine Einwohner und zum Firmen zu überwachen. Heute haben wir eigentlich eine Vortat von der Vortat bei der Steuerhinterziehung. Sagen wir, die Steuerhinterziehung ist Vortat zu Geldwäscherei, ist Vortat von Kriminalität. Also, gut, aber ich meine, sorry. Alles ist ja nicht falsch. Es gibt ja viel Kriminalität. Und es geht immer um Geld. Dann muss es ja irgendwo finanzieren. Und Follow the Money ist das Prinzip in der Kriminalitätsverfolgung. Ja. Also du brauchst doch eine gesetzliche Handhabung, um eben können den Kriminellen abzulegen. Absolut, einverstanden. Aber die Bank muss nicht den Privatdetektiv vorne spielen, oder? Sondern der Staatsanwalt oder die Polizei und die Staatsanwaltschaft, wenn sie einen Verdacht hat, dann geht sie zu der Bank und verlangt alle Unterlagen, sie nimmt ihm das Handy weg, sie nimmt ihm den Computer weg, schaut genau, was gelaufen ist in den letzten 5 Jahren. Das ist Strafvoll. Du sagst eigentlich, das kann man auch verschärfen, dort soll man auch den Behörden Mittel geben, aber nicht den Banker zwingen, um die Arbeit von den Behörden zu machen. Ja, das ist falsch. So ist es ja. So ist es falsch. Ich glaube, was richtig ist, ist, dass Banken ihre Kunden müssen kennen, auch der wirtschaftlich Berechtigte, so bei komplizierten Strukturen. Und Banken dürfen nicht wissentlich für Kriminelle arbeiten. Also sie müssen eigentlich eine schärfere Prüfung machen bei den Kunden, bei den Bestehenden, bei den Neuen und sagen, der ist mir zu heiß. Ja. Und dann lehnen sie ab. Ja. Das müssen sie, aber nicht dann ständig quasi Detektiv spielen. Ja, und dann müssen sie melden an die Meldestelle. Die einfachste Methode der Banken, um das System zu unterlaufen, ist, dass sie
50% von der Transaktionen, das sind irgendwie ein paar Milliarden Transaktionen pro Jahr, dann meldest du dich überhaupt. Dann ist die langgeleitet. Okay. Also, aber wenn wir deinen Vorschlag aufnehmen und sagen eigentlich, Banken frei, Behörden scharf sein bei der Geldwäscherei und damit auch bei der Kriminalitätsverfolgung, heisst das nicht, dann gibt es da eigentlich gar keine Verfolgung mehr. Nein. Aufleuchten tut ja immer alles nur bei den Banken. Dort geht ja das Geld durch. Also wie sollen überhaupt Leute beim Staat, wo die Kriminellen jagen, auf einen Verdacht kommen, wenn Banken meldet? Ja, Entschuldigung, das ist im Strassenverkehr und bei den Gewaltdelikten ist das auch. Da hat es das Problem auch, da stellt es ein Blitzautomat auf und so. Ich glaube, der Staat muss viel mehr investieren in die Verfolgung vom Verbrechen, vom Grundverbrechen, von der Vortat und nicht das den Banken überlassen und Banken missbrauchen.